hier auf dem ICC. La Traviata aus, Türkei, aus der Türkei. Heißt mein Gegner. Und ich spiele heute ausnahmsweise mal Sizilianisch. Mit der vorgezogenen Drachenvariante. Obwohl das hier mit C3 dann schon wieder anders aussieht. Ich nehme den mal raus. Falls er stoßen würde, ginge ich hier mit dem Springer da rein. Kann ich jetzt hier direkt D5 spielen? Ich glaube, ich kann, ja. Der Stoß natürlich. Also natürlich, hätte er auch nehmen können. Was ich festgestellt habe mit diesem Client hier, ist man sehr langsam und ist auch nicht sehr übersichtlich, aber trotzdem, die Idee finde ich sehr gut, also wieso nicht in 3D. Die Grafik ist auch ein bisschen noch sehr holprig, aber ich denke, das wird man noch verbessern können. Okay, jetzt habe ich einen Müll gespielt. Hä? Er kann hier stoßen, ich verliere eine Leichtfigur ohne Kompensation. Ich denke, das wird er dann sehen, wenn er so lange... Nein, er sieht es nicht. Okay, Schwein gehabt. Gut, ich hätte ja eigentlich dann den Turm reinstellen können. Vielleicht hat ihn dies abgehalten hier, meinen Springer anzugreifen und gleichzeitig meine Dame. Hier wäre der Springer auch ganz schön platziert. Was ich hiermit jetzt auch so ausführe. Und wir haben hier B2 angegriffen. Dieser Bauer hier ist gedeckt hier vom Läufer noch, aber klar, er könnte hier jetzt angreifen. Wird dann vermutlich auch kommen, aber dann schwächt er seinen Königsflügel. Hätte ich nicht so viel dagegen, ich würde vermutlich dann den Läufer hier auf H3 stellen. Okay, dann muss B2 dran glauben. Mir aus kann jetzt tauschen da. Dann hat dieser Held hier seinen Zweck erfüllt und mir zu einem Angriff verholfen auf die zweite Reihe. Und dann kann er getrost ins Gras beißen. okay, er möchte das nicht mal. Er findet meine Anwesenheit auf der zweiten Reihe sehr ungern, also nicht akzeptabel, so wie es scheint. Und jetzt droht hier natürlich die Vertreibung dieses Läufers, aber ich werde das mal hier versuchen zu unterbinden. Aber ich denke, er steht schon auf verlorenem Posten, dieser Bauer da. Obwohl, wenn er jetzt da mit den Türmen noch Hilfe bekommt, dann könnte es gut ausgehen. Tschüss. Oscar. Tschüss. Ja. La Traviata. Ja, ja, genau. Das ist Werbung. Wir haben dort im Nachlauf da Werbung gesehen. Blöd, ja.
okay. Hatte noch meine kleinen Töchter hier, die wollten sich noch verabschieden, bevor sie ins Bett gingen. Und ich habe jetzt hier einen sehr starken Freibauern, den es natürlich zu unterstützen gilt mit diesem Turm, denke ich. Obwohl, ich kriege dieses Feld hier nicht, C1, weiß ich jetzt noch nicht, wie, vielleicht mit einem Umweg, ja. Jedenfalls ist der Turm hier sehr stark, er greift jetzt hier beide Leichtfiguren an. Und ich denke, das wäre dann entschieden. Ja, er verliert den Springer und ich denke, jetzt kann er aufgeben. Ich kann hier noch tauschen, um das Spiel noch mehr zu vereinfachen und kann hier sehr komfortabel weiterspielen. Okay, er hat aufgegeben. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.